Heute geht es ganz schön musikalisch bei uns zu. Gerade sind die Zumba-Frauen total aktiv und animieren hier auch alle zum Mittanzen. Unglaublich. Und jetzt gleich geht es weiter musikalisch mit Tim David Weller, mit Okan Yasin und mit Katrin Bellinger. Also wir können uns auf einiges gefasst machen und freuen. So, bei mir steht jetzt Katrin Bellinger. Sie war 2012 dabei bei Popstars. Aber damit war noch lange musikalisch nicht Schluss bei dir. Was machst du seitdem alles? Ja, also eigentlich hat sich durch Popstars für mich jetzt ziemlich viele Türen geöffnet. Ich bin seit ein paar Monaten bei Skameleon, bei einer Ska-Coverband dabei und habe durch die Band eigentlich noch andere tolle Musiker kennengelernt in den anderen Proberäumen und habe mir so überlegt, ja, du wolltest eigentlich schon immer deine eigene Musik machen und hab jetzt so ein kleines neues Bandprojekt mit eigenen Songs. Und die drei Jungs, die hast du auch heute mit dabei? Genau, die habe ich heute mit dabei. Die sind gerade rauchen, aber die sind da. Was für Musik macht ihr? Also ganz genau haben wir uns das noch gar nicht, also das muss ich alles noch so ein bisschen festigen. Wir haben für heute drei akustische Stücke vorbereitet, also eher ein bisschen ruhiger, weil meine Lieder auch öfter mal so über Herzschmerzen so sind. Aber ich denke, wenn wir dann auch mal mit der E-Gitarre und ein bisschen mehr Schlagzeug anfangen, dann kann das auch schon ein bisschen fetziger werden. Ist da. Eben haben hier schon Mädchen um 12 Uhr gesessen und gefragt, wann kommt er denn, wann kommt er denn, wann kommt er denn? Jetzt ist er da. Wie geht's dir denn damit, dass so ein Hype um dich gemacht wird? Ja, mir geht's eigentlich super. Mir macht das unheimlich viel Spaß, für meine Fans auch da zu sein und denen das wiederzugeben, was sie mir die ganze Zeit während den Shows gegeben haben und auch vor den Shows schon und auch immer noch geben. Ich bin leider noch ein bisschen krank, aber ich denke gleich, das Adrenalin macht den Rest und ich werde heute mein Bestes geben. Sagt die Stimme, wenn du ein bisschen krank bist, ist das immer eher so ein bisschen, dass sich das beunruhigt und du sagst, oh Gott, kann ich auftreten, geht das alles? Ja klar, beunruhigt das. Habe auch schlecht geschlafen die Nacht, weil man sich natürlich immer Sorgen macht. Man will ja immer sein Bestes geben, aber im Endeffekt ist mir egal, was meine Stimme mir sagt, weil ich will ja einen guten Auftritt hinlegen und meine Stimme macht das, was ich will. Auf der Autobahn weist er dich an dein Auto ran, bis zur Raststätte folgt dich und auf dem Parkplatz sah ich sie. Die junge Dame war sehr gut gebaut, mit blonden Haaren und gebräunter Haut. Ich stellte ihr eine Frage und ich wartete dann, bis sie sagte: Hey, ich will mit dir in den Süden, zum blauen Wasser und zum weißen Strand. Ich will die Wärme spüren. Pitbull steht jetzt hier bei mir, obwohl, nein, eigentlich ist das doch nicht. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, aber es ist Okan Yasin aus Dillenburg. Wie kann man denn einem anderen Menschen so sehr ähnlich sehen? Das frage ich mich auch mal wieder, aber ich kann es nicht beantworten, keine Ahnung. Wie kam es denn bei dir, dass du irgendwann gesagt hast, oh, so singen wie er, so aussehen wie er, das kriege ich auch hin? Ich habe Pitbull kennengelernt durch ein Lied und ich fand ihn einfach so toll, dass ich irgendwann gesagt habe, pass mal auf, rasierst jetzt einfach mal den Schädel und dann habe ich das immer mehr festgestellt. Ich meine, ich habe so viele Sachen, die gleich sind wie bei ihm im Gesicht, das ist unglaublich, also das ist der Hammer. Das ist, ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es Schicksal war, auf jeden Fall ist das der Hammer. Aber mittlerweile kannst du sogar davon leben, Pitbull-Double zu sein. Hättest du das jemals für möglich gehalten? Auf keinen Fall, also vor allem als Double. Ich bin jetzt schon seit 2 Jahren auf Tour, ich kann gar nichts anderes machen und das ist einfach der Hammer. Das heißt, du lebst eigentlich förmlich aus dem Koffer mittlerweile? Ja, so kann man das sagen. Ich muss zum Beispiel morgen gerade wieder weiter nach Portugal und so weiter, halt jedes Wochenende irgendwo anders. Haben wir richtig Glück gehabt, dass wir dich heute hier in Wetzlar haben. Ist ja irgendwie, auch wenn du ein Dillenburger bist, ist ja schon ein Heimspiel auch, oder? Wie ist denn das hier heute so, vor allem mit Tim David Weller, mit Katrin Bellinger, die du ja beide auch kennst, hier im Forum aufzutreten? Ja, das ist ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehm, aber ein bisschen komisch, weil ich meine, man läuft hier oft auch mal privat durch und jetzt steht man hier in voller Montur, wie als wäre man auf der Arbeit und ja, das ist hier nichts Fremdes. Es ist einerseits cool, andererseits aber auch wieder ein bisschen so komisch, kannst du nicht beschreiben. Ist,
up time and enjoy this moment.